Hallo Freaks and Friends und willkommen zurück zu diesem Special neuen Videodrop hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Und heute gibt es nichts weniger Interessantes als die neue Natasha Denona Kollektion. Ich nenne sie einfach mal Kollektion, denn sie besteht aus einer neuen Eyeshadow Palette und die Eye Pencils, die rollen mir gerade hier entgegen. Und zwar hat sie auch zusätzlich zu dieser Yucca Palette, Yucca-Palette, drei neue Macro Tech Eye Crayons gedroppt. Die habe ich mir auch mitgeordert. Alles über die Originalseite von Natasha Denona selbst zum Pre-Order-Launch-Tag. Kurz vorm 1.6. war es soweit. Bekommt ihr aber auch auf Sephora. Ob es die da auch gibt, weiß ich nicht. Aber wir fangen jetzt mal ganz vorn an. Ich zeige euch die Palette, ich zeige euch die Crayons, ich kreiere einen Look und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Starten wir natürlich mit dem Highlight der Kollektion, der Yucca-Palette. Warum nenne ich die Yucca? Ich habe Yucca schon immer so ausgesprochen. Wir haben nämlich ein paar Yucca-Pflanzen hier bei uns. Das sind diese Palmen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Yucca-Palmen. Und diese Eyeshadow-Palette ist auch davon inspiriert, von diesen Farben, von diesen Palmwedeln. Jedenfalls changiert diese Pflanze ja in braun, gelb, grün und genau daran ist diese Palette eben halt auch angelehnt. Und ich glaube gelesen zu haben auf der Internetseite, dass sie auch inspiriert wurde von der Reise von Natasha Denona selbst auf die Malediven. Und ich glaube, damit ist ihr ein wunderschöner Drop gelungen. Ich finde, die Palette ist so stimmig und ich muss sagen, das ist auch die erste Palette, die mich sofort, als ich sie gesehen habe, direkt gecatcht hat. Ich wusste, die werde ich mir auf jeden Fall bestellen, weil sie genau meinem Farbschema entspricht. Ich habe mir schon immer von Natasha Denona eine grünlich-grungige Palette gewünscht. Hier ist sie. Unglaublich, unfassbar schön und ich zeige euch die jetzt mal in der Nahaufnahme. Ihr habt hier 15 Shades, bei Sephora kostet die ca. 73 Euro und ihr habt die berühmte Natasha Denona Formulierungsvielfalt. Ihr habt metallisch schimmernde Töne, ihr habt folierte, sehr, sehr stark schimmernde Shades und matt. Aber nicht nur irgendwie krümelig, trocken, matt, was man irgendwie nicht so will, sondern ihre matten Formulierungen sind ja sehr special, denn die sind so leicht creamy. Also sehr, sehr buttrig und einfach phänomenal fantastisch. Ich habe zwei andere Eyeshadow-Paletten noch von Natasha Denona hier. Deswegen war es mir auch an dieser Stelle wert, dafür so viel Geld auszugeben. Aber ich muss sagen, von der Farbvielfalt her, beziehungsweise von der Farbrange, ist das, glaube ich, die schönste, die ich habe. Die Gold-Palette finde ich auch sehr gelungen. Und dann habe ich noch die Pastel-Palette. Aber ich glaube, allein vom Looking ist das meine Liebste. Die folierten Eyeshadows, von denen ich gerade gesprochen habe, die findet ihr einmal hier, hier, hier und hier. Hier habt ihr einen metallisch schimmernden und der Rest ist matt. Ich zeige euch noch kurz die Crayons. Die sind ja super pigmentiert, sollen super pigmentiert sein. Das sind die ersten, die ich von ihr habe. Ich habe mir alle drei Farben bestellt, weil ich die einfach super stimmig und passend zur Palette finde. Zeige euch auch nochmal Swatches. Ich swatche die direkt alle drei runter und ihr werdet sehen, das funktioniert wie Butter. Die sind unglaublich schick. Ich finde die Farben einfach super gelungen und deswegen habe ich mir alle drei mitbestellt. Die haben so circa 25 Euro gekostet. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es die bei Sephora gibt. Wenn ja, verlinke ich euch natürlich alles unten in der Infobox. Und ich würde sagen, jetzt, nachdem ich euch auch die Swatches gezeigt habe, fangen wir direkt einfach mal mit dem Lidschattenlook an. Los geht's. Aber jetzt, schnabbidibab, fangen wir erstmal an mit dem ersten Look. Ich habe irgendwie Bock heute auf was gelblich, grünliches, was total schwer ist mit dieser Palette. Aber ich glaube, ich möchte eher in die gelbere Richtung gehen. Bräunlich-gelb, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da heute Lust drauf. Mal sehen, was am Ende bei rauskommt. Ich habe mich auf jeden Fall schon für diesen Transition Shade hier entschieden. Ixia wahrscheinlich oder auch nicht. Und schnappe mir dazu einen Cinch Beauty Pinsel. Das sind übrigens neue Pinsel von Angelika. Von ihrer neuen Beauty-Brand, Cinch Beauty. Und das sind mit die besten Eye-Pencils, Brushes natürlich, die ich in meiner Sammlung habe. Deswegen zeige ich die euch auch immer wieder, weil ich die einfach absolut hardcore feiere. Ich habe mein Lid übrigens nicht geprimed. Und wir fangen jetzt mal direkt an mit diesem Ton. Das Schöne ist ja bei diesen Paletten, also das ist ja so eine Mini-Palette, also keine Mini-Palette. Das ist eine mittlere Palette. Es gibt, glaube ich, auch noch größere. Ja, gibt es. Und die ist perfekt. Die ist schön handlich. Es sind genug Farben da drin. Es sind nicht zu viele Farben da drin. Und es ist ein Riesenspiegel dabei. Das heißt, ich brauche kein Extra und kann direkt anfangen, mich zu schminken. Ich glaube, das sage ich euch jedes Mal,
wenn ich eine Palette mit einem Spiegel habe, aber ich bin einfach ein Riesenfreund davon. Die Farbe verteile ich mir jetzt als erstes, so wie ich eigentlich fast immer vorgehe, auf meinem gesamten beweglichen Lid. Darüber hinaus, um erstmal die Leinwand mit einer soften Farbe einzufärben. Ja, ich betrachte ja mein Augenlid immer irgendwie als Leinwand und mir macht das halt immer sehr, sehr viel Spaß, mich hier künstlerisch auszutoben. Und die Augenpartie ist einfach für mich in dem Moment ein weißes Blatt Papier, was ich dann mit Farbe füllen möchte und kreativ veredeln möchte. Und was bietet sich da denn Schöneres an als Augen-Make-up, ne? Das ist ein warmstichiger Orange-Braunton, würde ich sagen. Aber die Formulierungen sind halt super cool, ne? Ihr habt sofort Pigment da, die lassen sich trotzdem wunderbar verblenden, aufbauen. Es ist einfach eine hervorragende Qualität. Falls ihr noch mehr Inspiration zur Yucca Palette sucht, dann werdet ihr auf jeden Fall bei Jenny vom Kanal Jenny's Highlights fündig. Ich glaube, Jenny ist eine Dame auf diesem Planeten, die nichts von der Tasche de Nona nicht hat. Sie ist ein absoluter Freak, wenn ich es schon so sagen darf. Ein absoluter Fan von Natasha Denona. Ich glaube, sie hat alles von ihr, nahezu alles. Jenny, korrigier mich bitte. Und ich glaube, ihr Video wird sehr viel ausführlicher ausfallen als meins jetzt vielleicht an dieser Stelle. Also falls ihr noch mehr Inspiration sucht oder überhaupt viel mehr über Natasha Denona erfahren wollt, schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie gibt sich da immer sehr viel Mühe. Sie swatcht die Farben immer sehr gerne in ihrem Gesicht. Das finde ich immer super special. Und tobt sich da einfach total aus. Ja, also man merkt ihre Ambition, ihre Liebe zu nicht nur zu dieser Brand, generell zu Make-up. Und das macht ihren Kanal einfach so unglaublich witzig, amüsant. Sie hat einfach auch einen tollen Sinn für Humor. Sie selbst ist von oben bis unten tätowiert, ist Piercerin. Ein sehr angenehmer Mensch. Schaut da mal vorbei. Gerne auch auf ihrem Instagram-Account. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt da draußen. Als Nicht-Creator ist das vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive, aber zurzeit habe ich das Gefühl, dass auf Instagram und YouTube der Wachstum irgendwie gar nicht mehr möglich ist. Also ich weiß nicht, was die da planen, was die wollen, aber es hat sich irgendwie von einem Tag auf den anderen wieder schlagartig geändert. Ist mir nur aufgefallen. Ich mache trotzdem weiter. Das macht hier einfach super viel Spaß. Ich wollte es euch bloß mal wissen lassen. Deswegen hilft es uns natürlich enorm, wenn ihr nicht nur unseren Content verzehrt, sondern vielleicht auch ein Abo dalasst oder einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Das ist einfach immer schön, mit euch in den Austausch zu treten und nicht so anonym zu sein. Ja, sich das Ganze reinzuziehen, das ist ja das eine. Aber dann auch mal einen Kommentar dazu dalassen, das ist so ein Mehrwert für uns. Ich unterhalte mich jedenfalls sehr gerne mit euch, auch wenn es nur in den Kommentaren ist. So sieht's jetzt aus, Leute. Ist das nicht schön? Also wenn man da nicht an den Sonnenaufgang denkt oder Untergang, dann weiß ich auch nicht. Aber daran ist ja die Palette, wie gesagt, auch inspiriert, ne? Auch an Sonnenaufgängen und Abgängen und was auch immer. So steht es jedenfalls auf der Internetseite. Es gefällt mir schon sehr gut. Also die Farbe ist wunderschön. Und die verteile ich mir jetzt auch noch an den unteren Wimpernkranz. Und dann machen wir weiter. Weiter jedet. Jetzt werde ich etwas grungiger, brauner. Und zwar habe ich mich für den Ton Valley entschieden. Das ist dieser schöne Ton hier. Ich nehme den gleichen Pinsel und werde schauen, wohin mich der Weg führt. Ich würde mir jetzt ganz gerne erstmal mein Augenlid so ein bisschen brauner gestalten. Dass dann ein schöner... Ja, das ist eine wunderschöne Farbe. Und dass der Farbverlauf nach außen dann halt softer wird. Wisst ihr, was ich meine? Schaut mal, was das für eine geile Farbe ist. Ich habe euch jetzt ein bisschen rausgezoomt, weil ich das Gefühl habe, meine Kamera macht mich ständig orange. Also mein gesamtes Gesicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin halt auch kein Profi, was das Licht hier angeht. Vielleicht mache ich was mit den Einstellungen auch irgendwie falsch. Wahrscheinlich liegt es daran. Es nervt mich so an. Technik kann auch nicht einfach mal so funktionieren. Nee. Du stellst das hin und alles funktioniert, alles sieht gut aus. So ist das ja nicht, ne? Da musst du ja auch noch ein Profi für sein. Kann ich mich nicht einfach in Ruhe schminken und der Rest funktioniert von allein? Nein.
Das ist ein wunderschöner Mix, der hier gerade entsteht aus diesem gelbbraun, orangebraun und diesem Ton hier gerade. Es entsteht ein sehr schöner, schlammiger Grünton. Wow. Das gefällt mir richtig gut. Ich hole euch jetzt mal näher ran und wir schauen mal, was passiert. Könnt ihr diesen Ton sehen? Der ist wirklich echt heftig schön. Also wenn ihr mich fragt, dann könnte ich, könnte so auch rausgehen, ja. Ich brauche nicht unbedingt immer Schimmer, um mich wohlzufühlen mit meinem Make-up. Solche Töne, das ist mein Leben. Das ist einfach nur mein Leben. Dafür schminke ich mich. Das ist so hot. Stehe ich total drauf. Sehr schön. Und den gebe ich mir jetzt auch noch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Dafür nehme ich einen kleineren Pencil Brush, würde ich sagen. So, ihr Lieben, wir werden noch dunkler. Und zwar natürlich mit Flux. Dieser schöne Braunton. Den nehmen wir auch wieder mit dem gleichen Pinsel, den ich die ganze Zeit schon verwende. Das ist übrigens die E02 von Cinch Beauty. Nehmen wir auf. Und der kommt jetzt in meinen äußeren Augenwinkel, um das Ganze hier zu verdunkeln. Was auf jeden Fall noch kommen muss, ist natürlich ein grünstichiger Look. Seht ihr das? Ich werde schon wieder so gelb. Mit dieser Palette. Das ist auf jeden Fall noch geplant. Aber heute hatte ich irgendwie Bock auf so einen Senf-Look. Senfbräunlich-gelblich. Ich ziehe das jetzt so halb über mein Lid drüber. Bis hier vorn, das Braun. Um hier dann noch etwas heller zu werden im inneren Bereich. Und das Auge zu öffnen. Und dann gebe ich da drüber noch einen Schimmerton. Das ist jetzt The Plan. Und ich bin gespannt, wie The Plan funktioniert. Also das Verblenden aller Farben bisher miteinander, also die matten Cremetöne, das funktioniert einfach fantastisch. Um das Ganze jetzt noch etwas schöner zu verblenden, nehme ich mir einen neuen Pinsel, einen sauberen, der E03, auch von Cinch Beauty, und gehe mit leichten, soften, kreisenden Bewegungen über die Grenzen des Brauns hin zu dem Orangebraunton, den wir ja sehr großzügig aufs gesamte Lid verteilt haben. Und das lässt die Farben dann nochmal miteinander verschmelzen. Ich bin mal gespannt, ob das nächste, was ich vorhabe, klappt. Wir werden es sehen. Ich suche mir gerade einen neuen Pinsel raus. Ich habe mich jetzt hier für einen flacheren entschieden. Und zwar ist das die E04, auch wieder von Cinch Beauty. Ich möchte mir mein inneres Auge etwas aufhellen. Und ich möchte noch etwas orangener werden. Ich weiß auch nicht. Irgendwie möchte ich den Ton Fushi verwenden. Dieser hier. Der sieht auch so toll aus. Deswegen dippe ich da jetzt mal rein. Oh, der sieht so schön aus, Leute. Und verteile mir den. Ich bin schon wieder so... Und verteile mir den in meinem vorderen Augenbereich, hier. In der Hoffnung, ja, dass das Ganze noch ein bisschen mehr knallt und poppt in Orange hier vorne und das funktioniert. Jetzt ist alles orange, mein Gesicht und mein Augen-Make-up. Könnt ihr überhaupt noch einen Unterschied erkennen? Ich weiß es nicht. Das gefällt mir richtig gut. Genau so habe ich mir das vorgestellt hier heute. Der Look gefällt mir jetzt schon super und ich habe noch nicht mal einen Schimmerton verwendet. Wohin soll hier die Reise noch gehen, Freunde der Sonne? Das kann ich euch sagen. Und zwar in den Inner Corner Bereich. Damit beschäftigen wir uns als nächstes. Und zwar, ich habe es eben schon gesagt, dieser Ton hier. Camu Camu. Das ist ein Pastell. Eigentlich, es wirkt Pastell, sehr hellgrün. Aber es soll dann quasi neonartig auf der Haut aussehen. Und das probieren wir jetzt aus. Mit einem Pencil Brush am besten. Aber fast, nee, der ist nicht zu groß. Wir probieren es einfach. Ich gehe rein. Ich mache da jetzt kein großes Gewese drum. Pinsel habe ich auch nie feucht gemacht übrigens vorher. Ne? Das hat so alles perfekt funktioniert. Ich meine, bei den Matten kann man feucht machen, um noch mehr Power aufzubauen. Brauchst du aber nicht, ja. Okay, also das wird jetzt hier echt hart, Leute.
Den setze ich mir jetzt hier ins Inner Corner. Das ist krass, Leute. Das ist richtig harter Tobak. Das ist wirklich sehr kräftig. Also diese Farbe ist sehr krass. Wenn man sie aufträgt, sieht sie erstmal aus wie ein Gelb. Und genau das habe ich mir gewünscht. Es ist ein Grün. Aber wenn ihr das jetzt aufgebt das erste Mal, dann sieht es eher gelb aus. Oh, Leute. Ich ziehe das leicht drüber über das orangene Gelb hier. Genau so habe ich mir das vor. Also, das ist ja so beautiful. Das passiert jetzt hier drüben auch noch. Und dann muss ich mich irgendwie noch für einen Schimmerton entscheiden. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll. Oh mein Gott, Leute. Glotzt ihn euch an. Glotzt ihn euch an und ihr wisst, warum das hier so ein geiler Scheiß ist. Was ist denn da bitte los, ey? Oh, wir gucken uns jetzt den anderen auch noch an. Elysian. Menschenskinder. Der ist auch. Der Shit, also wirklich die Palette ist. Da gibt's nichts, was mir jetzt auf. Eieiei. Was man da irgendwie verbessern könnte oder was weiß ich. Also das ist echt super, super schön. Wenn ich jetzt die Swatches sehe, würde ich sagen, Komorebi passt vielleicht ein bisschen besser, aber das liegt im Auge des Betrachters, ne? Komorebi kommt jetzt aufs Auge. Fertig, aus die Maus. Die Entscheidung ist getroffen. Was soll man dazu noch sagen? Ich reibe meinen Finger jetzt nicht auf dem Lid und tupfe auch bloß ganz vorsichtig auf, damit der Lidschatten, der da drunter ist, nicht komplett überlagert wird von diesem folierten Eyeshadow. Das ist aber möglich. Aber dann sieht man ja das da drunter nicht. Und das möchte ich nicht. Deswegen tippe ich wirklich nur ganz vorsichtig drauf, um mir das da drunter nicht zu zerstören. Das reicht mir nämlich schon an Sparkle und das finde ich schon sehr, sehr schön. Sieht einfach toll aus. Crayons. Ihr wisst wahrscheinlich, welche Farbe ich nehme, oder? Diese drei sind's. Also ich würde sagen, das Gelb eignet sich jetzt, glaube ich, am besten. Wobei Camu Camu auch ziemlich cool wäre. Dieser Neonton. Aber ich glaube, das Gelb passt jetzt noch ein bisschen besser. Den nehmen wir jetzt. Das ist übrigens die Farbe. Ja, auch Fushi. Fushi, genauso wie das Orange hier. Ne? Den trage ich mir jetzt nochmal auf. Und komm mal ein bisschen näher ran hier. So, den trage ich mir jetzt noch auf. Und danach stelle ich meinen Lidschattenlook fertig. Die Crayons, die waren beim Swatch extrem pigmentiert. Heißt aber nicht, dass sie auf der Wasserlinie so gut funktionieren, ne? Aber sie funktionieren. Also für den hohen Preis erwarte ich das auch, ne? Das ist das Mindeste. Ein wunderschönes Sonnengelb. Guckt euch doch mal bitte die Pigmentierung an. Was ist denn da los? Ist das crazy? I'm back. Und das komplette Make-up ist done. Und ich bin auch done. Aber vor Freude und Glückseligkeit. Mir geht's richtig gut. Ich feiere diesen Make-up-Look. Ich finde ihn so schön. Ich finde die Kollektion, die Palette so schön. Deswegen halte ich mich jetzt kurz. Ich zeige euch bloß schnell, was ich verwendet habe für meinen kompletten Look, für das Augen-Make-up noch, um das fertigzustellen, weil ihr da mit Sicherheit Interesse dran habt. Ich habe mir meine geliebten MAC Lashes aufgesetzt im Stil Honey. Ich zeige euch den Look auch gleich nochmal in der Nahaufnahme, damit ihr das besser sehen könnt. Die Gesamtperformance des Looks, die Farben, wie die miteinander verschmolzen sind, wie das Augen-Make-up jetzt final aussieht, das ist einfach nur ein Gedicht. Als Highlighter habe ich den LH Cosmetics Infinity Highlighter genommen. Der ist jetzt so gut wie alle. So gut wie alle. Na, der hat auf jeden Fall schon ordentlich hit the pan. Schaut euch das mal an. Und das ist bei mir relativ selten, ja. Aber ich nehme den halt nur, ne. Weil der extrem gut aussieht und irgendwie zu jedem Make-up-Look sich anbietet und eignet. Als Blush, meinen geliebten Blush-Lighter, Cream-Lighter, was auch immer, auf jeden Fall sind da Schimmerpartikel drin enthalten, von Melt in der Farbe Links. Passt jetzt einfach perfekt aufgrund des goldenen Schimmers mit diesem braunen Grundton zum Augen-Make-up. Als Lipgloss, das ist jetzt neu in der Pride-Box gewesen von Maxime, der LH Cosmetics Infinity Lipgloss in der Farbe Peach Pastel. Liebe ich, Pastel Peach natürlich. Bam, das ist Gloss.
Und der ist so super von der Formulierung, der klebt nicht, der hat einen SPF 15. Ob das jetzt nur viel bringt, weiß ich nicht, aber er hat es, deswegen sage ich es. Und ich liebe die Performance einfach, der passt optimal jetzt. Der ist wunderschön neutral, er hat einen leichten Peach-Einschlag, aber siehst du halt kaum, ne? Ist relativ transparent und sehr gedeckt. Die Performance ist dafür nicht gedeckt, die Performance ist on point, wie ich finde. Und das war's. Damit habe ich meinen Look finalisiert. Wir kommen zu einem abschließenden Fazit von dieser Yucca Palette und der Kollektion. Also ich habe ja jetzt nicht alle Makro Tech Eye Crayons verwendet, aber der erste Eindruck von diesem Fushi, den ich heute verwendet habe, ihr seht den ja immer noch in meiner Wasserlinie, ne? Also da ist die Farbabgabe schon ordentlich und zur Yucca Palette brauche ich glaube ich nichts sagen. Die Farben, die ich heute verwendet habe, haben alle wunderbar funktioniert. Die haben on point funktioniert. Von vorne bis hinten finde ich diese Palette stimmig. Ich kann dazu nichts Negatives sagen. Der Spiegel ist riesengroß. Die Palette ist dennoch handlich. Ihr seht es ja, passt in eine Hand. Genug Farben zum Spielen. Eine sehr helle, eine sehr dunkle. Dadurch habt ihr noch mehr Möglichkeiten, was die Dimension der Farben angeht. Ihr könnt sie heller gestalten, dunkler gestalten. Und ihr schafft damit einfach immer perfekte, neutrale Make-ups, aber ihr könnt auch richtig auf die Kacke hauen damit, ja. Es ist ein perfektes, braunes, grünes, senf-gelbstichiges Grunge-Gedicht. So würde ich diese Yucca Palette beschreiben. Und das sind meine abschließenden Worte. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit mehr Content zu dieser Palette. Und jetzt würde ich sagen, bleibt gesund und munter. Ich freue mich, dass ihr wie immer dabei wart. Vergesst nicht, bei Jenny von Jennys Highlights vorbeizuschauen. Wir würden uns selber euren Besuch freuen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.